Hallo, die ist wieder Xy und starten wir mit Mega Man 4 für den Game Boy. Heute mit dem letzten unserer Gegner aus Mega Man 4, Ringman. Na, mal sehen. Okay, das ist jetzt alles nichts Neues. Weil die Streifen mal dicker waren, ne? Na gut. Ich merk's ja, bei den Game Boy Mega Man Teilen ist alles halb so groß, abgesehen von uns selbst. Beziehungsweise, wir sind ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, sind wir ja doppelt so groß geworden. Ich meine, wenn man sich solche Zwischengegner. Wenn man sich so manche Zwischengegner ansieht, wie die Schnecken oder diese Ballmaschinen aus dem dritten Teil, die sind in etwa halb so groß mit nur noch. Die sind nur noch in etwa halb so groß. Nee, nee, die Punkte hole ich mir schon. Ich finde es wirklich interessant, dass hier dieses System mit den Schrauben... Na, okay. Da es hier keine Schrauben sind, gehe ich davon aus... Na, okay, ich weiß nicht, wann die Spiele rausgekommen sind. Von daher kann ich da nichts sagen. Ich weiß nicht. Warum sollte man, wenn man schon dieses System mit den Schrauben... hat, warum sollte man dann da unbedingt was anderes einführen? Das würde keinen Sinn ergeben. Okay, wie auch immer ich das geschafft habe. Das musste nicht sein. Du bleibst mir fern. Ja. Sich wiederholende Level-Schemata. Wieso lasse ich mich von solchen Gegnern treffen? Das ist genauso wie mit den Fledermäusen. Das war nicht schwer. Wenn da am Ende nicht gerade Stacheln sind, habe ich da kein Problem damit. So, was habe ich jetzt hier im Moment? Das hier brauche ich gegen den Endgegner. Ansonsten habe ich hier... Toadmans Waffe würde nichts bringen. Brightmans Waffe auch nicht. Ne. Das hätte ins Auge gehen können. So. Wupp. Ach, die Dinger gab's auch hier. Okay. Egal, ich lebe und ich hab das... Hättest du nicht Lebenspunkte fallen lassen können? Sieht gerade nicht gut aus. Ach so, ich darf den nicht mal auswählen. Ja, der Gegner war im Original auch
Ja, ich denke mal doppelt so groß. Nee. Geht doch. Dankeschön. Na komm, ich gehe mal davon aus, dass ich hier nicht nochmal vorbeikomme. Mal sehen, ob ich diesen Optimismus nicht bereuen werde. Okay, der ging noch irgendwie kaputt. Das dachte ich mir. Oh, danke schön. Gut. Okay, also ein drittes Mal durch diese Levelstrukturen. Ei. Wie sie jetzt noch gewartet haben, dass ich irgendwas mache. Oh, also... Da prangere ich schon fehlende Kreativität an. Bei dem Level hier definitiv. Das muss so nicht sein. Das ist wirklich schade. Das hätte besser aussehen können. Tut mir leid, Stop, sage ich ehrlich. Ich sag doch, dass ich bei diesem Gegner ein hohes Potenzial habe zu scheitern. Ah. Ich hab's immer noch nicht gelernt. Ja, wie gesagt, also ich weiß schon, wieso ich bei Ringman immer noch im Hinterkopf habe, dass ich bei diesem Gegner arge Probleme habe. Weil wenn ich einmal, das heißt, wenn ich einmal, ich krieg ihn einfach nicht hin. Ich weiß ja nicht wieso, aber ich kriege ihn nicht hin. Was denn nun noch? Ach so, ja klar, ich habe alle Buchstaben. Und daraus wird Beat, der kleine Vogel. You got Beat. Was auch immer der Kleine für mich tun wird. Aber wir haben ihn. Ja, da haben wir nur Bär. Aber sonst nichts. Na, da gehen wir schon mal ins Labor. Ich glaube, ich hole mir jetzt mal zwei Energietanks. Ja. Einen kleinen und zwei große. Je nachdem, wie es punktemäßig passt. Ja, ja. Habe ich genügend. Erstmal das hier. Ach so. Okay. Ach, da unten stehen meine P-Punkte. Ja.
Ah, reicht gerade nicht. Ja. Yep, wir verziehen uns wieder. Zwei Energietanks sollten erstmal reichen. Ah ja. Tja, jetzt kommen wir wohl so nicht mehr ins Labor. Das ist... Es war dann... Ah, okay, auf Select geht das. Moment. Dann... Ja. Ja. Bitte her damit. So, bei mir reichen meine Chips sowieso nicht. Ja, ich hoffe, ich werde es nicht brauchen. Na gut. Beim nächsten Mal begeben wir uns dann ins Schloss von Dr. Wily. Dann würde ich sagen, ich bin Xi. Das war's für heute von Mega Man 4 für den Game Boy. Bis dann, Leute. Ciao.